Pixels back und damit herzlich willkommen zurück zu Spelunky. Da wir jetzt das erste Kapitel mit Miasmata abgeschlossen haben, also das erste Let's Play haben wir abgeschlossen. Ist ja auch egal, zumindest ist Miasmata vorbei. Dann, das heißt, ich muss den Part hier nach dem letzten Miasmata Part hochladen, denn sonst würde es ziemlich fail kommen, weil niemand wüsste, von was ich rede. Miasmata ist ja noch gar nicht vorbei, du Vollidiot. Und ich habe jetzt mal was an meinem Computer umgestellt. Vielleicht funktioniert Spelunky ja jetzt besser. Und damit meine ich so, okay, ja, viel besser läuft. Also erstmal habe ich Spelunky ewig schon nicht mehr gespielt. Und deswegen könnte ich noch schlechter sein als sonst, aber das ist keine Entschuldigung. Das ist ein süßer, hässlicher Mobs. Deswegen ist er auch süß, weil er hässlich ist. Und erstmal sehen, wie gut ich jetzt spielen kann. Wahrscheinlich nicht viel besser als davor schon. Und mal sehen, ob das Spiel jetzt wenigstens flüssig laufen kann. Weil wenn es fest läuft, ist nicht schön. Da feste Sachen nicht so oft laufen, aber lassen wir das mal beiseite. So, natürlich können feste Sachen laufen. Hunde sind ja nun mal auch feste Sachen. Aber ich meine so vom Aggregatzustand her. Da gibt es ja flüssig, gasförmig und fest. Und feste Sachen bewegen sich selten mal nochmal. Es sei denn, man macht sie flüssig. Boah, ist ja kompliziert hier. Also wenn man sie flüssig macht, dann können sie sich wieder bewegen. Aber ich meine jetzt davor, wenn sie nicht, wenn sie fest sind, dann in dem Zustand können sie sich nicht bewegen. Ach, ist ja auch egal. Och, zu schnell. Das war direkt in die Stacheln reingelaufen. Neue Musik. Hoho, hoho. Alle werden hier aufgespießt. Aber einfach alle. Ho. Oh, so. Geschafft. Da müssen wir runter, da ist der Schatz. Da wir viel Kohle brauchen, werden wir auch einen Schatz brauchen. Da kommen wir runter. Dann müssen wir da hoch. Dann wieder hier runter und Spelunky scheint wirklich flüssig zu laufen. Yay. Spelunky läuft flüssig. Obwohl Spelunky ja gar keine Flüssigkeit ist. Aber wenn man hier von flüssig laufen spricht, hat es ja wieder nichts mit Aggregatzuständen zu tun. Warum rede ich eigentlich gerade irgendeinen Chemiekäse? Ich meine, wir spielen Spelunky und ich habe nichts Besseres zu tun, als über Aggregatzustände zu reden. Ich weiß ja nicht. Na komm doch, komm doch. Ich mach dich kalt. Pau. Oh. Das wäre fast ins Auge gegangen, aber zum Glück nur fast. Deswegen ist es nicht ins Auge gegangen. Weil eine Fledermaus im Auge zu haben bestimmt sehr weh tut. Aber richtig weh tut. Hoffentlich wird dann auch die Audiospur besser, wenn Spelunky flüssig läuft. Ich habe keine Lust, dass ich denn trotz allem super flüssig laufen, die Audiospur trotzdem 10 Tage lang bearbeiten muss, damit ich mal was ordentliches zusammen habe. Allein da sich meine Stimme irgendwie immer anders anhört. Da sollten wir nicht runtergehen. Vielleicht gibt es ja hier auf der anderen Seite einen. Ja, der ist definitiv sicherer. Und ich würde sagen, ja, okay, der wird zwar auch kein bisschen fail. Boah, ey, dieser Frosch, ihr geht mir alle so auf. Die. Keine Ahnung. Auf die. Irgendwas mit die. Auf die. Kartoffeln. Nee, das hätte ich auch falsch an. Auf die. Hier irgendein dummes, perverses Wort einfügen.
Oh, dein Affenwolf. Nein, du bist voll dumm. Wie kann man nur... Können die Affen mich jetzt mal in Ruhe lassen? Das konnte ja jetzt auch jeder wissen, dass da drunter gleich noch eine Stachelfalle ist. Ja, also mit Kristallebene sieht es heute auch nicht so gut aus. Aber wenigstens läuft Spelunky flüssig. Aber ob das jetzt Vorteil ist, weiß ich nicht, weil in Slow-Mo kann man ja alles besser planen, haben wir ja gesehen. So, dann strengen wir uns jetzt auch mal an. Pure Konzentration, kommen wir da runter. Ja, kommen wir. Bam. Nein! Jetzt habe ich den Mobs geopfert. Aber leider im schlechten Sinne, sodass mir der Mobs gar nichts gebracht hat. Das ist eine Opferstelle. Dann bringen wir die Mobs dahin. Der ist total ungefährlich, war das hier. Gib zur Opferstelle. Oh, die giftigen Blasen der Schnecke haben sogar die... Scheint gut auf dich zu sprechen. Scheint gut auf dich zu sprechen. Mir scheißegal, was die sagt. Ich will irgendwas Nützliches bekommen. Irgendwie so ein göttliches Item, mit dem man nie wieder sterben kann. Oder 10 Leben bekommt. Das wäre schön. Und auch wenn man 10 Leben hätte, würden ein viele Sachen in diesem Spiel noch mit einem Schlag töten. Das finde ich ziemlich... ziemlich fies. Oh, vielleicht haben wir hier einen Charakter. Oh. Haha, du warst dumm. Dumm wie ein Stück Kohl. Ein Stück frischen Kohl. Vielleicht gibt es hier ja den überall gesuchten Charakter. Vielleicht auch nicht. Das wird sich dann herausstellen. Vielleicht habe ich mich auch geirrt in der Ebene. Vielleicht war es in einer dunklen Dschungelebene und nicht in einer dunklen, normalen Ebene. Wer weiß. Es gibt so viele Geheimnisse, die man lüften kann. Und dieses wird wohl bald gelüftet sein. Also wenn wir hier lebend durchkommen. Und da die Wahrscheinlichkeit fast immer bei ziemlich niedrig steht, würde ich eher sagen, nein, kommen wir nicht. Im nächsten bekommen wir ein bisschen Geld, indem wir einen Käfer einsammeln. Schade, dass es im echten Leben nicht so einfach ist, an Geld zu kommen. Im echten Leben muss man immer noch arbeiten. Tja. Und wenn wir da runtergehen, sterben wir auch sowieso. Das war so typisch, aber wir kamen ja nicht rum. Und das zerstört gleich alles. Yes. Du bist dumm. Wie so ein Horst. Hallo, guck mal, hier bin ich. Oh. Kann er nicht verbrennen oder so? Nein. Und warum nicht? Menschen können ja auch verbrennen. Hört sich zwar furchtbar an, aber ist ja nun mal so. Och. Da ist mal glatt die Fackel ausgegangen. Nehme ich halt eine Spitzhacke mit. Dann komme ich wenigstens bis nach unten durch, obwohl ich mich hier nicht ganz sicher bin, ob ich hier bis nach unten durch, ja, okay, no, das haben wir noch geschafft. Da sind wir noch bis nach unten durchgekommen. Und entweder habe ich gerade mega viel Glück, dass Blanky flüssig läuft, weil es flüssig läuft und heute mal einen guten Tag hat, oder weil die Einstellungen wirklich was bewirkt haben. Und auch hier kein Charakter. Was machen wir wohl? Falls wir keinen Charakter mehr finden, dann werden wir wohl keinen Charakter finden. Wer war, Leute? Vor dem Frosch müssen wir aufpassen. Warum hättest du ihn nicht einfach töten können? Genau so. Hey Klaus, bist du noch am Leben? Nee, Klaus ist tot. Dann hier lang und... Wir kommen uns einfach unten durch. Wir machen uns jetzt hier gar keine Probleme und einfach... drunter durch. Kennt ihr das? Ich weiß nicht mehr genau, wie es geht, aber irgendwie so. Ich hatte noch ein Leben. Mann. Ich werde jetzt aber nochmal zur Kristallebene kommen. Es ging irgendwie so. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig.
Aber da muss man sich halt immer entscheiden. Beispiel, da ist eine Brücke. Ja, eine Brücke, voll kreativ. Sagen wir so, eine Gruppe von Leuten geht los, bis sie an den Fluss kommt. Was machen sie? Drunter durch, umrunden oder quer durch? Und dann muss man irgendwie was erreichen. Und das... War nur... Mann! Diese dummen Affen soll mich mal in Ruhe lassen. Der Dschungel soll mich mal in Ruhe lassen. Ich mag die Eisebene, die viel schwerer ist, viel lieber. Die ist wenigstens ohne Boden. Da kann man dann wenigstens wie ein richtiger Nupfer knorkseln, alle so. Ja, bestes Wort, verknorkseln. Wort des Jahres 2014. Der Part geht ungefähr schon 10 Minuten. Und papau. Papapappen. Was ist denn da unten? Nicht schön. Und Epic Punch. Oh, und da kriegen wir den Bumerang. Nicht den Typ, den Bumerang. Dankeschön. Hüp. Dong. Dongse. Hui, hui, hui. Mamma mia. Warum gibt's in Spelunky kein Mario? Haben sie bestimmt die Rechte nicht für bekommen. Aber es ist bestimmt auch nicht leicht, die Rechte von Mario zu bekommen. Aber die müssen ja nicht die kompletten Rechte kaufen. Die bräuchten ja bloß ein paar Rechte. Das an Mario machen dürfen. Dann müssen sie ja nicht die ganzen Rechte an Mario kaufen, weil das könnte sich auf ein paar Millionen ausweiten. Wenn Millionen überhaupt reichen. Ich weiß nicht, wie viel so Rechte im Game Business wert sind. Ich weiß es nicht. Nimm jetzt den Mops. Danke. Danke, geht doch. Ich kann auch. Maps ist doch nicht schwer, Maps zu nehmen. Einfach Hand rumpacken und schon hat man den fest im Griff. Der muss noch viel lernen. Echt viel. Das ist so gesagt so Mops-Amateur. Oh. Ist der Mops weggeflogen, ey. Aber mehr als nur ein bisschen, der ist ja quer durch den Bildschirm geflogen. Oh. Ich hoffe, der Tunneltyp will überhaupt einen Geld. Nicht, dass er dann irgendwie eine Spitzhacke oder sowas will. Dennoch hier Prioritäten stellt. Wir warten mal, bis der weg ist und knallen ihn dann von hinten eine rein. Und oh. Wir wollen nur den Schatz, dann ist gut. Dann ist alles schicki. Und der rastet da unten ein bisschen aus. Lassen wir ihn mal in Ruhe dabei. Und wir nehmen den Kristall mit. Crystal Math, so, ja. Kristalle haben zwar nichts mit Crystal Math zu tun, aber das muss man ja manchen erst erklären. Hör, guck mal, dieser Diamant, das ist ein voll wertvoller Kristall. Alter Geil, kann ich doch Crystal Math herstellen? Nein, das hat nichts damit zu tun. Wie nichts damit zu tun? Du hast nichts damit zu tun. Der Opfer hat meine ganze Knete rausgehauen. Oh, daneben. Ich habe den Schatz verloren. Ich Vollidiot. Das bloß, weil ich meine Bomben an so einem... Woran habe ich die Bombe gerade verschwendet? Ich weiß es nicht, woran habe ich die Bombe gerade verschwendet? Ach ja, an einem Leben. Genau, da war ja was. Ich krieg den. Wie so ein Hai komme ich aus dem Meer und... Punch. Secret. High Attacks. Damit hätte er nicht gerechnet. So ein Assassin Hai. Kam aus dem Wasser gesprungen und erstmal K.O. geschlagen. Der Part sollte nur 20... Nee, der sollte eigentlich nur 10 Minuten gehen. Oder 15. Keine Ahnung. Irgendwas zwischen den Zeiten. Mann! Ich hasse Steinzeitmenschen. Ich stelle mich aber auch gerade echt wie so ein... Abgelaufen! Ey!
reiß dich doch mal zusammen. So schwer ist es doch nicht. Das ist so, als würde man, keine Ahnung, ein Kind auf dem Fahrrad stellen, was noch nicht mal Dreirad fahren kann. Das ist der beste Vergleich in dieser Situation. Wir warten, bis er sich umdreht. Ich muss anfangen, auf mich selber zu hören. Hey, cool, wir haben K.O. geschlagen. Wir sind die Pros. Sogar wenn wir tot sind, schlagen wir noch K.O. Und ja, dieser Part war mal wieder richtig gut. Wie eigentlich alle meine Parts von Spelunky. Da lohnt es sich doch einfach mal, diese zu gucken. Da man einfach sieht, wie Pro-Qualitäten auszusehen haben. Dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.